Freunde geladener Unterhaltung, willkommen zurück zu 7 Days to Die mit dem guten Darkboft und meiner Wenigkeit, dem guten Charybdos. Und wir sind langsam auf dem Rückweg, beziehungsweise ich wollte eigentlich hier noch ein paar kleine Steinchen raushämmern. Wo bist du gerade? Ich bin hinter dir und will dich erschrecken. Ja, das klappt aber nur, wenn du vorher nicht sagst, dass du mich erschrecken möchtest. Verdammt, ich wusste doch, dass ich was verkehrt gemacht habe. Ist nicht schlimm, kann jedem mal passieren. Ja, selbst den besten nicht so Komiker. Intelligent. Was ist denn so dein Lieblingskomiker, wenn wir hier schon bei Komikern sprechen? Komiker, also ich glaube, ich habe keinen Lieblingskomiker. Du hast keinen Lieblingskomiker? Nee. Soll nicht heißen, dass ich alle schlecht finde, aber also es gibt jetzt niemanden, wo ich sage, boah, also wenn ich den auf der Bühne sehe, dann werde ich spitz wie so ein Weihnachtsbaum. Entschuldigung, ich habe gerade noch extrem viel Wasser getrunken. Aber nee, habe ich einfach nicht. Was ist denn bei dir? Ach, es gibt ja viele richtig lustige nationale sowie internationale Komiker, die mir alle gefallen. Letztens noch gesehen, oder ein Programm von Helge Schneider. Mhm. Und da muss ich schon sagen, das ist lustig. Weil das ist so ein bisschen verdrehte Welt-Comedy und das gefällt mir ja doch schon. Wenn er da seine Faxen macht mit seiner Musik und ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob der irgendwie so Musikprofessor war, der glaube ich, oder okay. Ich weiß jetzt nicht, ob das Helge war oder jemand anderes. Bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Aber Jazzmusiker war er ja auch auf jeden Fall, professioneller Jazzmusiker. Ich meine, so Lieder wie Katzenklo, damit ist man ja aufgewachsen irgendwo. Also ich muss sagen, was mir sehr gefallen hat, waren hier diese, wie heißt noch, auf Charlie Sheen. The Roast of Charlie Sheen. Genau, The Roast of Charlie Sheen. Ich war jetzt gerade am Überlegen, ob der Titel wirklich The Roast of Charlie Sheen war. Genau, und auch über die ganzen anderen. Aber mit Charlie Sheen, das hat mir wirklich richtig Spaß gemacht. Das habe ich jetzt erst vor einiger Zeit gesehen. Und ich muss sagen, ich fand es richtig cool, wie Charlie Sheen da saß und selbst wirklich herzhaft gelacht hat. Also zumindest wirkt es so. Ich meine, es gibt ja oft, wenn sowas ist, dass die Leute sagen, naja, und innerlich sind die dann echt so ein bisschen gekränkt. Aber dem wirkt das echt so, ey, cool, Leute, dass ihr solche Dinger raushaut. Wobei da auch wirklich herbe Sachen bei waren. Und ich meine, das finde ich schon echt lustig. Also solche Formate. Wobei da auch echt welche bei waren. Ich weiß nicht, ob du die kennst hier. Ich habe das mal mit Exen eine ganze Zeit geschaut und finde die Serie gar nicht so extrem schlimm. Also eigentlich finde ich sie relativ gut. Grey's Anatomy. Und da gibt's eine Frauenärztin und genau, die hat da auch mitgemacht und deren Humor fand ich allerdings grausam. Also nee, das kann die nicht. Die kann zwar schauspielern, aber Comedian überhaupt nicht. Also ich weiß nicht, wie man da lachen konnte. Ja, dem einen so und den anderen so. Ich meine, wozu gibt es denn verschiedene Geschmäcker? Ich meine, die einen finden das lustig, die nächsten finden das lustig. Ich finde, das gehört auch so ein bisschen dazu. Ja, ich glaube, das ist eigentlich gar nicht lustig. Nee, also einfach gar nicht lustig. Nee, aber jetzt mal zum Thema. Also, ich glaube, wir kennen das alle. Man muss sich auch ab und zu mal so ein bisschen Sachen angucken, die eigentlich so verächtensweise sind. Also, ich habe zum Beispiel letztens von jemandem gehört, der schaut gerade so ein Anime, was eher so weiblich ist. Also, finde ich sehr ein bisschen merkwürdig. Und ich sag mal, wenn man irgendwie eine weibliche Person mit dabei hat, da muss man sich halt eben mal drauf einigen. Man kann ja halt nicht immer nur Actionfilme schauen oder irgendwie Filme, die einem selbst gut gefallen. Da muss man sich halt auch immer mal einigen und sagen, ja klar, dann schauen wir halt mal das. Ja, das kann man ja auch machen. Genau. Also ich muss sagen, also es ist schon sehr, sehr Love-Story-mäßig, dieses Grey's Anatomy. Aber ich meine, einige Sachen sind da schon wirklich lustig. Aber also die Sachen, die natürlich die Frauen da gut finden, die kann ich jetzt nicht so nachvollziehen. Ich sag mal so, diesen Ey! Was will die denn von mir? Ich knuspern. Also ich sag mal so, irgendwie für einen Arztschwärm oder so weiter, das liegt mir da nicht ganz so, aber ja. Das sind dann die Sachen, die schwierig sind. Ja, schwierig. In der Tat. Ja. Aber lass uns das Thema wechseln. Okay. Denn wir sind ja hier gerade dabei, ordentlich zu looten. Ich dachte, wir sind eigentlich schon fertig mit Loot, weil ich kann echt nichts mehr tragen. Du kannst gar nichts mehr tragen, du bist pickepacke voll, hast alles umgewandelt. Ja, alles, was so geht, alles, was ich nicht brauche und so. Oh, da geht bestimmt noch was.
Da geht noch was, sagst du. Okay, ich kann noch ein paar Lederstreifchen machen. Und du siehst, es geht immer was. Also ich begebe mich ja langsam in die Richtung unseres Zuhauses, aber unterwegs muss man halt, du kennst das ja so ein bisschen, also ich bin da ja besonders anfällig für, wenn man noch mal geile Sachen sieht, die möchte man am liebsten alle mitschleppen. Natürlich möchte man am besten alles und also wenn die Apokalypse ausbricht, bin ich der Erste, der mit einer Schubkarre durch die Gegend fährt und sich alles in diese Schubkarre parkt. Ich meine, wenn es dann keine Polizei mehr gibt, dann wäre mir das eh egal. Dann würde ich so einen LKW fahren und dann würde ich einfach das Ding voll machen. Ja, von Supermarkt zu Supermarkt und jeder kämpft um sein Überleben und ich denke so, ey, ihr seid solche Idioten. In 2 Wochen wisst ihr nicht mehr, wo ihr euer Essen herbekommt und ich habe dann so ein riesen Lagerhaus, alles voll mit, wo ich dann die nächsten 10 Jahre überleben kann. Also dich würde ich noch reinlassen. Ja, das ist schön. Muss ja immer jemand dabei sein, der die Zombies töten kann. Na, das... Nein, also ich würde mir dann auch im Baumarkt ein bisschen Beton suchen und dann würde ich so auch so Stahlbetonrahmen machen und dann denke ich, wäre da schon ganz sicher. Du musst erstmal ein paar Riverframes machen, ne? Ja, Riverframes jetzt vielleicht nicht unbedingt. Damit ein Hämmerchen gegenhauen, damit es dann mit. Genau, ein bisschen mit Holz verkleidet ist. Nein, aber ich sag mal so: so ein Holzgestell hinzubekommen und ein bisschen Zement zu mischen, das würde ich in der Apokalypse schon hinbekommen. Also ich bin jetzt kein Maurer, aber doch, da wäre ich gute Dinge. Vielleicht geht der erste Versuch schief, aber ich würde mir jetzt auch nicht suchen. Also es gibt zum Beispiel bei uns, also es ist ja, also das ist übrigens mein Plan, wenn ihr eine Apokalypse gibt. Es gibt relativ nah oder also wirklich relativ 2 Gefängnisse. Und ich sag mal ganz ehrlich, ich bin einfach der Hoffnung, dass sie die Gefangenen rauslassen, wenn die Apokalypse losgeht. Ne? Also ich glaube, niemand ist so menschenunwürdig, gerade so, wir haben hier eine Jugend-JVA. Und ganz ehrlich, wenn die alle verschwinden und die ganzen Jugendlichen rausgelassen werden, dann gehe ich da rein. Ja, ist doch wahr. Du weißt doch, bei Walking Dead... Ja, da sind die aber mit dem Panzer angekommen. Spoiler. Oh, das ist also, wer bis jetzt die Serie nicht geguckt hat soweit, also ich bitte dich. Außerdem hast du ja auch gerade noch nicht geguckt. Wie? Du wusstest doch also, schon mit dem Gefängnis, dass das nicht ja, gehalten. Das weiß man sogar aus Trailern. Ach so. Ja, das ist Wissen aus Trailern. Ja, gut, dann. Aber du musst natürlich hier wieder gleich rum. Ja, tut mir leid, ich dachte, ne? Du wusstest Mr. das. Mr. Spoilerer. Ach, jetzt hör doch auf. Nee, aber Spaß beiseite. Also jetzt habe ich es ja eh schon rausgehauen und dann können wir jetzt auch drüber reden. Es gibt hier nirgendwo direkt in der Nähe eine Kaserne. Also es ist wirklich sehr unwahrscheinlich, dass hier jemand mit einem Panzer hinkommt und da mich bombardiert. Außerdem will ich da ja nicht alleine rein. Alleine ist ja auch schon ein bisschen scheiße, besonders wenn es kein Internet mehr gibt, wenn es keinen Strom mehr gibt. Gut, da wird wahrscheinlich irgendein Dieselgenerator vorhanden sein, aber auch da muss ich ja irgendwie den Diesel besorgen. Das heißt, mit so einer Truppe ist man ja schon stärker. Und ich wäre auf jeden Fall dafür, dass ich dann Leute mitnehme. Leute mobilisiere um mich herum und dass wir dann eine coole Truppe werden. Du musst das ja auch. Ja. Und du siehst, ich habe die ganzen guten Ideen, das heißt, ich brauche da nochmal Kämpfer, ich brauche noch einen Koch und so weiter, ne, bis dann eine vollständige Crew zusammen ist. Multitalente, das ist, was du brauchst. Oh, ich bin fast tot. Warum bin ich fast tot? Ja, das weiß ich doch gerade nicht. Ich nehme jetzt erstmal ein bisschen Schmerzmittel. Ich sehe das gerade so, ich sehe ja gar keinen roten Balken mehr, was ist denn da passiert? Jetzt sehe ich langsam ja. Ganz kleine Runden. Dann wärst Schritt du wieder. Definitiv schnell zu Hause. Dann wäre ich richtig schnell zu Hause. Aber so schnell möchte ich dann doch lieber nicht zu Hause sein. Lieber sicher und lebendig als tot und schnell. Ach, ich höre doch schon wieder jemanden. Das ist doch ekelhaft. Wen hörst du denn? Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, das war die Friederike. Friederike? Genau, die Friederike. Die hatte so mal so ein Ächzen in der Stimme. Kennt sie noch? Oh, das ist ja so richtig schlimm. Meinst du so ungefähr? Nein, ich meine ungefähr so. Oh mein Gott, das hört sich richtig schlecht an. Kinder, spielt nicht in meinem Garten. Ich hasse das, das wisst ihr doch. Oh, beste Friederike ever. Beste Friederike ever. Oh, scheiße. Jetzt habe ich so viel Scrap Metal, jetzt weiß ich gar nicht mehr. Das kann ich gar nicht alles tragen. Doch, ich habe alles mitbekommen. Oh, das war aber eine ganze Menge. Das heißt, wir machen gleich erstmal ohne Ende Eisen. Wobei, ich habe ein bisschen Gravel dabei. Denn ich will gleich ein bisschen weiter betonieren. Betonieren macht glücklich. Das weiß doch jedes Kind. Betonierst du auch gerne? Nee. Wie nee? Eigentlich schon, doch. Also ich betoniere doch schon ganz gerne.
Du weißt doch, an einem Strand wird alles einbetoniert, damit man halt nichts im Sand verliert. Ja, genau. Also das wäre natürlich auch eine super Sache, irgendwie auf eine Insel zu flüchten und dann hier zu Prora. Also diesem DDR-Bau. Diesen Riesen. Wobei, da ist das Problem wieder, du kannst nicht alles überschauen. Das ist ja das größte Problem. Dass Leute dann größenwahnsinnig werden und sich so Riesenobjekte suchen. Du musst so groß werden, dass du genug Crew dabei hast, aber du musst auch alles überschauen können. Und besonders, du musst eine klare Struktur haben, sonst hast du irgendwie so eine Ratte da drin und die verrät dich. Also ich sag mal so, die Crew, die du von früher kennst, ist natürlich eine super Sache, aber irgendwann wird's größer und dann hast du ein Arschloch dabei. Und dann musst du da schnell isolieren können. Ist einfach so. Ist einfach so, das ist Gesetz. Da musst du ihm erstmal richtig auf die Mütze geben und dann wie früher, tut mir leid, da muss man solche Methodiken wieder einführen, aber da muss der irgendwo mal aufgehangen werden oder so. Damit solche Flitzpiepen halt da bleiben, wo sie sind. Ja. Ich meine, ist richtig so. Dann geht's halt ums nackte Überleben. Ich glaube, da versteht dann keiner mehr Spaß. Und muss man einfach alle zusammen an einen Strang ziehen. Oder die nicht an demselben Strang ziehen, einfach aufknüpfen. Klingt jetzt unheimlich hart, aber ja, was willst du denn machen? Sag mir doch mal eine bessere Methode. Ich meine, klar, man ist schon im Knast, man könnte die einsperren, aber ganz ehrlich, ich glaube, da hat da niemand die Ressourcen für. Das ist hart, immer so. Aber fair. Das ist eine gute Devise. Wobei, also der müsste schon was richtig Schlimmes machen, den ich aufknüpfe. Also ansonsten, ich glaube, ich würde die Leute einfach rausschmeißen, ne? Also ich meine, wenn ich so eine richtig geile Muckelbude habe, ja? Wo es allen gut geht, wo man abends am Lagerfeuer sitzt und sich lustige Geschichten erzählt, da möchte man ja eigentlich auch bei mir sein. Und dann, wenn jemand so richtig asozial ist und ich weiß nicht, irgendwie Scheiße macht, dann sage ich, so jetzt benimm dich oder wir schmeißen dich raus. Ja. Und das wäre schon eine harte Strafe für den, glaube ich. Und ich glaube, dann könnten die Leute sich auch benehmen, hoffe ich zumindest. Aber was ich noch mehr hoffe in diesem Zusammenhang, ist natürlich, dass sowas nie passiert. Du meinst jetzt, dass es niemals eine Zombie-Apokalypse geben wird? Also eine Zombie-Apokalypse bezweifle ich jetzt mal stark, dass es die jemals geben wird. Aber es muss ja nicht unbedingt eine Zombie-Apokalypse geben. Es kann ja auch irgendwie eine Seuche ausbrechen oder ähnliches. Also, ich sag mal so, ich gehe mal davon aus, dass die meisten Zuschauer davon ausgehen, dass nie eine Zombie-Apokalypse ausbricht. Aber ich sag nur die schwarze Pest, ne? Schwarze Pest. Da musst du mir mal kurz auf die Sprünge helfen. Schwarze Pest. Ja, die Pest. Meinst du das, was so im Mittelalter war, wo man die Ratten für verantwortlich gemacht hat? Genau. Also es war ja nicht nur im Mittelalter, es gab ja auch spätere. Also die Pest im Mittelalter war ja die schlimmste, aber wir hatten ja auch immer mal wieder kleinere Pestphasen in der jüngeren Vergangenheit. Also. Und das ist schon, das möchte ich nicht miterleben. Das möchte, glaube ich, keiner. So, das ist schon mal sowas. Oder jetzt haben wir auch wieder eine Seuche in Afrika. Meinst du die Ebola-Seuche? Genau. Unter anderem. Unter anderem. Und das ist ja alles nicht schön. Nee. Schön ist das nicht. Nee, sowieso nicht. Und da kannst du dich halt nicht so vernünftig verwappen. Und wenn du dann irgendwie so im Gebiet bist. Und ich meine, es könnte ja auch irgendwas auftauchen, was es bisher gar nicht gibt oder gab. Ja. Hast du schon was von den multiresistenten Keimen gehört? Natürlich, die Krankenhausviren auch genannt werden. Ja, das ist. Aber das ist natürlich, also, da muss man jetzt natürlich ein bisschen differenzieren. Also, das, was ich anspreche, hat natürlich einen ganz anderen Übertragungsweg als diese zum Beispiel Krankenhausviren, die ja wirklich in Wunden reingehen und dann ähnlich wie fleischfressende Bakterien agieren und dafür sorgen, dass du wirklich gegebenenfalls amputiert werden musst oder stirbst. Aber die Infektion bekommst du eigentlich hauptsächlich im Krankenhaus oder ähnlichen Gebieten, wo du dann halt eine Wunde hast. Es gibt zum Beispiel auch auf Baustellen selten, aber da kann es auch passieren. Aber ich sag mal so, dann ist die Ansteckungsgefahr nicht so groß. Also es kann keine Epidemie raus werden. Und ich denke mal, dann ist irgendwie so ein Zustand, wie ich ihn gerade beschrieben habe, sehr unwahrscheinlich. Darum, was ich gerade meinte, ist wirklich hier sowas wie die Pest. Ja, so krankheitsmäßige, ja. Und wenn das wirklich so schlimm wäre, dass die ganze Welt aus den Fugen gerät und jeder sich wieder der Nächste ist und sich niemand um die Armen Hilflosen kümmert, dann muss man sich natürlich irgendwo zurückziehen können. Ah, für sowas gibt's ja dich dann. Nein, also das klang ja jetzt, also ich finde das sehr nett, dein Kompliment, aber ob ich dann irgendwie so eine Untergrund
Stadt aufbauen könnte für mehrere hunderttausend Leute, das bezweifle ich jetzt einfach mal. Also Crew wird ja bedeuten, dann weiß ich nicht, im Rahmen von vielleicht 200-300 Leuten, die ich dann gerne mitnehmen würde. Aber das wird ja nicht die Menschheit retten. Ich meine, dann könnte man das ja vielleicht ausbauen, wenn ich dann viele Betoniere habe, dass man vielleicht sagt, man erweitert Ring um den Knast. Aber das dauert natürlich. Natürlich dauert das. Und bis dahin werden dann wahrscheinlich viele Menschen gestorben sein. Also ich dürfte nicht der Einzige sein, der solche Methoden anwendet, der so sagt, Leute, komm, wir müssen zusammenhalten, wir machen jetzt eine Crew und dann machen wir unser Ding und dann läuft das. Apropos Crew und hast du gehört vom neuen Pen and Paper? Von Rocket Beans meinst ja, du? Ja, von den Böhnchen, die von immer wieder Böhnchen. Tönchen geben. Natürlich. Und? Natürlich. Was erwartest du da so? Denkst du, das wird gut? Das Wikinger-Setting, das wird großartig. Das also wird großartig. Da bin ich jetzt schon sehr von überzeugt. Also ich meine, das, was die vorher hatten, das Setting, das war ja auch so ein postapokalyptisches Zombie-Setting. Genau, so Endzeit-mäßig. Ja, das war ja schon sehr großartig. Und hat auch mal so ein paar andere Leute so gezeigt, hey, Spiele müssen nicht immer vom Computer stattfinden. Es gibt hier noch diese Nische, dieses Genre des Pen and Papers. Wobei das ja doch schon eine recht große Nische ist. Also ich hatte jetzt wirklich nie so jemanden, wo ich das wirklich mitgespielt habe oder länger. Also ich muss sagen, wir hatten mal einen Geschichtslehrer, der war noch Referendar. Und der hat tatsächlich, also der hatte auch wirklich für solche Sachen was über und der hat richtig coole Projekte mit uns damals gemacht. Der hat, ich laufe übrigens gerade so ein bisschen planlos rum für die Zuschauer. Ich kann ja mal zu den Dark Buff gehen und da gucken, weil bei mir gibt es momentan nichts zu tun, weil ich darauf warten muss, dass die Sachen, oh, ich muss was essen, das kann ich machen. Und danach schaue ich bei dem Dark Buff. Auf jeden Fall hat der zum Beispiel mit unserem Videoprojekt gemacht. Total genial, der Mann. Also wirklich so, dann haben wir von Setting Hexenverbrennung und ähnliches, dann so Videoaufnahmen gemacht, so Sachen nachgestellt. Ist natürlich jetzt kein riesen Kunstprojekt draus geworden, aber trotzdem, also ich sag mal so, in dem Alter, wo wir damals waren, hat das wirklich Spaß gemacht und dann haben wir auch eine Aufführung gemacht und dann haben wir halt eben auch so ein eigenes Spiel von ihm bekommen. Also er hat wirklich so ein Spiel kreiert, passend zum Thema der Stunde oder beziehungsweise zum Thema des Halbjahres und das konnte man sich dann selbst zu Hause ausschneiden und zusammenbasteln und das war richtig cool. Also ich habe das leider nicht mehr, weil das waren echt irgendwie 100 Seiten oder so und Papier, gerade aus dem, das ist jetzt ja auch schon wieder 10 Jahre oder so her, da so lange hat es leider nicht gehalten, aber nichtsdestotrotz, das war richtig cool. So. Ja. Ich sehe, du hast hier so ein Safe gebaut, das habe ich noch nicht, weil ich werde erstmal das Ganze in Reaper-Frame stecken. Ich dachte, das machen wir beide, damit wir einen zweiten Wald rumbekommen. Und der steckt erstmal hier einen Großteil seines Eisens in so ein Safe. Großteil meines Eisens? Ja, 9 Barren. Junge! 9 Barren. Junge! Kannst du nicht bringen! 9 Barren. 9 Barren, die habe ich mal eben so. Ja, wenn du so viel hast, wie viele Reaper-Frames hast du denn schon? Reaper-Frame. Ja. Den ganzen Tag nur Reaper-Frames. Ja, dann mach doch mal den ganzen Tag nur Reaper-Frames, Junge. Weiß ich, wie das geht? Ja, wie ein normaler Frame, wie ein Wood-Frame, nur halt dann aus Short-Metal-Pipes. Außerdem, natürlich weißt du das, du hast ja deinen Beton schon betoniert aus Stahlbeton. Ja, ich hab doch jetzt erst Eisen mit dazu bekommen. Bleib mal chillig. Ich bleib mal nicht chillig. Du bist voll unkreativ, wenn du so unchillig bist. Mach mal deine Tür auf, ich will gucken. Was hat das mit Kreativität zu tun? Weiß ich nicht. Voll unentspannt. So, was gibt's hier? Ah, das ist hier eine richtig geile Bude. Untertan, ich sage euch, wo bleibt ihr? Musst du noch einen Stuhl hinsetzen? Ja, kommt noch. Ich bin ja noch im Überlegen, ob ich mir hier so. Also, das geht hier ja noch 2 weiter. Also 2, genau. 2 geht's noch weiter. Ob ich mir hier so 3 absperre oder 2, dass ich hier so rausschießen kann oder dass ich mir Glas reinmache, dass ich hier erstmal noch so rausgucken kann, im Geschlossenen, und dass ich dann hier vor den Dings mache. Aber das weiß ich noch nicht so genau. Und hier müssen natürlich noch so Schrägen hin, damit das richtig cool aussieht. Also okay. Da ist noch einiges zu tun. Aber einiges zu tun. Ich bin nebenbei jetzt auch normale Reaper Frames wieder am Craften für unseren Wall. Weil ich denke auch an die Gemeinschaft. Ich denke nicht nur an mich.
Ich denke auch an die Gemeinschaft. Ich habe übrigens ein Projekt. Du hast ein Projekt. Du musst den ganzen Boden rausreißen und einen höher machen. Das ganze Harzen. Warum? Du hast doch so viel Platz zur Decke. Ja, aber meinst du, ich reiße hier alles nochmal raus? Guck mal, ich müsste alle Öfen, alles rausreißen. Den ganzen Boden, die Treppe, alles müsste ich neu machen. Und dann müsste ich unten die Treppe ganz anders, die Tür und alles. Nein. Das ganze Harzen. Nein. Wie nein? Nur ab da, wo mein Raum beginnt. Ja, da müsste ich hier, guck mal. Das stelle ich mir richtig schön hier vor, so mit Treppe und dann, oh ja, das ist ganz gemütlich. Das hättest du ganz am Anfang sagen müssen, Junge. Das geht jetzt nicht mehr. Ich meine, ich habe zu viel Platz oben. Aber, als ob ich jetzt hier nochmal alles rausreiße. Hier brennt ja wohl der Baum. Ah, ich bin gestorben. Du lebst doch noch. Was? Also, wenn ich hier nochmal die Decke rausreißen würde, dann würde ich nur Stahlbeton reinmachen. Damit von unten nichts mehr klopfen kann. Aber das war's dann auch. Decke rausreißen, damit wir ein bisschen mehr Platz bekommen. Ja, machen Könige so. Lass mich raus, ich habe ein gebrochenes Bein. Der König schickt Dynamit nach unten, damit seine Untertanen nicht mehr klopfen, Junge. Das machen Könige. Das machen Könige voll nicht. Oder die Könige schicken ihre Stadtgarde raus, damit der Böbel verkloppt wird. Ein Schubskreis. Das machen Könige auch nicht. Natürlich machen Könige das. Nein, sowas macht ein König nicht. Natürlich, jeder gute König macht sowas. Nö, dann bist du ein Scheißkönig. Nein, ich bin der beste König. Du bist noch nicht mal ein König. Natürlich, du hast mich gerade selbst König genannt. Ja, wenn du andauernd so erzählen würdest, als ob du so der König wärst, aber da bin ich Dreck. Nein. Sprich bitte nicht so mit deinem Herrscher. Herrscher von was denn? Von Moldy Bread oder was? Herrscher vom vergammelten Brot hier. Ja. Nein, Herrscher von allem, was er sieht. Ey, du hast was runtergeschmissen, kann das sein? Nein, ich habe was kaputt gemacht, ich habe nichts runtergeschmissen. Ja, die müssen natürlich noch ausgetauscht werden. Alles andere habe ich ja. Also, ich bin echt am Überlegen, ob ich mir so schön. Aber ich glaube nicht, dass hier jemand durchkommt. Ne? Das ist ja einfach mal die Geschichte. Aber wir gucken übrigens nochmal. Ich habe ja jetzt hier was mitgebracht. Ich habe ja hier diese Bricks mitgebracht, damit wir den unteren Bewohner auch mal was reinsetzen können. Wobei, den haben wir jetzt schon lange nicht mehr gehört. Wir haben ihm auch heute ehrlich gesagt nicht Bescheid gegeben. Nee, also, er hatte ja noch ein bisschen Verbot, sag ich mal, ne? Hat er? Ja, den haben wir ja ein bisschen gemängelrügelt. Ja, aber das war ja schon lange, also mit der einen Aktion. Das ist ja schon. Ja, das fand ich, das musste er begreifen, dass das nicht okay war. So, jetzt muss ich aber dieser hässliche grüne Boden, der muss ja auf jeden Fall mal kurz raus, ne? Sieht ja aus. Okay, ich fange hier hinten an. Nee, das kann er selbst machen. Bist du wahnsinnig? Ja, kannst du meinetwegen machen. Aber wir machen nur hier vorne den Eingangsbereich. Alles andere sehe ich doch nicht mehr, dann ist mir das doch egal. Oder meinst du, wenn bei dir Kakerlaken sind, dann interessiert mich das? Nicht? Das interessiert mich, sobald die erste versucht, zu mir zu kommen. So. Dann müssen wir gleich nochmal eine Tür machen. Und dann hat sich das hier gegessen. Wobei, ich war gerade am Überlegen, aber nee, machen wir mal. Lassen wir mal lieber so. Hast du noch einen? Ein Woodframe? Ja, ich habe gerade selbst einen. So, aber so sieht das doch ganz gut aus, oder? Psst, Banane? Da musste mein Woodframe rein, der erzeugt von einer höheren Qualität. Ja, bestimmt. Und jetzt hast du einen in der Tasche, den du irgendwann verbauen hast. Also ich denke, aber so sieht das doch... verbrenne ich jetzt. Ja, dann verbrenne ich. Aber nee, schau mal, also ich denke, so sieht das ganz gut aus. Da hat man hier so einen kleinen Eingangsbereich. Hier geht's raus. Und hier wohnt dann einer. Und ich finde, das ist ja auch ein richtig großer Raum. Das ist ein riesiger Raum. Ein riesiger Raum. Also die würde ich ja auch nochmal irgendwann gerne rausnehmen, dass wir hier auch nochmal die Bricks reinmachen. Und dann hat er hier... Wie viele Bricks hast du denn? Ich habe noch 9 Stück. Okay, das würden 8 sein. Ja, aber müssen wir nicht jetzt machen. So, und hier, wie gesagt, noch eine Tür rein und dann kann man hier schön. Also Schilder wären noch geil, ne? Dass aber das haben so, wir nicht. Ja, ich wollte nur sagen, so für die Zukunft, dass man irgendwie so Schilder machen kann. Erste Etage Schmorf, zweite Etage Darkmorf, dritte Etage Charybdos. Und dann wissen die Leute auch gleich, ach, bis zur dritten Etage. Dann hat man das Wunder gesehen. Also wie gesagt, mir gefällt es wirklich gut und ich bin auch immer noch der Überzeugung, dass das so wesentlich cooler ist, als wenn man jetzt wirklich so einen Riesenraum gemacht hätte. Dann gibt es immer weniger zu entdecken. Aber wir sind auch schon wieder am Ende einer Episode. Nein. Wir haben eigentlich schon wieder überzogen, ja. Also wenn wir ein Sender wären, wären wir ein katastrophal mäßiger Sender. Wobei, dann bräuchten wir mehr Mitarbeiter.
Wir bräuchten überhaupt erstmal Mitarbeiter. Anderes Thema für die nächste Episode. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Hinterlasst gerne einen Kommentar. Bis dahin, ciao, ciao. Oh.